Hallo, der Marc von Business Stabil ist hier und bei mir ist die Claudia. Hallo. Das ist die Claudia. Hi. Die Claudia haben wir schon mal gefilmt beim Wechseln vom Schmuck. Und ich zeige nochmal Claudia, das ich finde es schön, ist alles von uns, oder? Ja, alles von mir. So. Und sie ist ein richtiges Maria Tesch-Tierchen, kann man sagen. Das ist ein Delia, heißt das, gell? Glaube ich, oder? Das ist ja. Das ist Delia. Dann haben wir einen Invisible Diamond mit 2,0 und ein Small Trinity. Oder das sind 2,5er. Ne, das sind 2,5er. Das ist so schwer, wenn du das drüber bei der Invisible Diamond. Ich glaube, das ist ein 2,0er. Ne? 2,0, ja. Das ist sehr schwer. Und da drüben ist irgendwie. Und das ist noch jungfräulich, aber. Nix. Also, das geht ja gar da nicht. Da kommt gleich was. Das geht ja gar nicht. Und jetzt haben wir hier liegen. Ich kann es noch nicht anfassen, das kommt gerade aus dem Sterilisator raus. Haben wir hier liegen einen Diamond Eternity Horizontal in 8mm für den Dave und da liegt ein Large Trinity Stud in Roségold für da oben für das Conch. Ich muss mal wieder rasieren. Für das Conch da oben, wo gerade nicht drin ist, das machen wir gleich rein. Ja? Und die Claudia ist zum Glück so lieb und lässt sich das filmen, weil bei Maria Tesh Piercing Videos haben wir noch nicht so viele. Und das ist eben was Besonderes eigentlich, dass wir einen Ring stechen. Ich erkläre aber kurz das ganze Thema zum Ring gleich. Ich möchte vorher noch eins loswerden. Unsere neue Aktion 10 für 10. Das heißt, nur noch, eigentlich sind es nur noch 9 für 10, weil du wirst schlau sind, es machen. Wir haben jetzt so eine Aktion auf unserer Webseite von Piercing Megastore, wo wir auch Taschmuck verkaufen. Da geht ihr mal drauf, www.piercing-mega-store.de. Und da gebt ihr dann nachher ein Codewort ein, das ich euch nachher sagen werde. Mal gucken, wie es heute ist. Ah ja, okay. Und das lasse ich einfach irgendwann fallen. Ja? Und dieses Passcodewort gebt ihr ein, dann kriegen die ersten 10, die das eingeben, 10 Euro gratis, egal ob sie was kaufen oder nicht. Und du natürlich wirst es, wenn es weißt, wenn das Video kommt erst in 2 Wochen, wirst du es vielleicht schon sichern. Dann sind es nur noch 9 Leute, die diese 10 Euro kriegen. Ja? Und wir haben auch, habe ich gerade gehört, bei Tesh eine Aktion, 5% Rabatt, wenn man über 1000 Euro kauft. Was eigentlich kein Mensch überhaupt macht beim Maria Tesh. Geht aber nur im Webshop, gut, das ist, weil das einfach da, das ist einfach ein bisschen anderes, da man kann so eine Promotion laufen. Oder kommt sie erst? Ich frag mich nicht. Ich werde auch nicht immer sein, dass wenn das Video anschaut, es nicht mehr ist, ist es wieder rum. Das ist aktuell gerade so eine Promo. Ja? Gut. Also, jetzt zurück zum Thema. Was wir heute machen, ist ein Dave Piercing. Und ein Dave Piercing hatte ich jahrelang, ich habe es schon gesagt, ich erkläre es mal ganz kurz, nur gestochen, ich arbeite mal nicht mehr was, gestochen mit einem Titanbanane. Weil man gesagt hat, ein Ring am Anfang funktioniert nicht. Und es ist auch so. Wenn einer also einen Titanring haben möchte, würde ich sagen, nein, ich mache es nicht, ich will ihn nach Hause schicken. Bei Echtgold habe ich dir aber erklärt, aufgrund der Eigenschaften vom Echtgold, vom 18-Karat Gold, auch vor allem 14-Karat Gold ist nicht das gleiche, 18 ist wirklich das Top, haben wir einfach antibakteriell sehr, sehr gute Wundheileigenschaften, sehr gute Körperverträglichkeit im Allgemeinen und Biokompatibilität. Und dadurch habe ich dieses etwas Negative, durch den, also wenn das Stecker, also Ring, das ist der Ring, da ist der Stecker, das ist die Banane und jetzt der Ring in Gold ist wieder so gut, dass er eigentlich wieder auf das Niveau kommt, vielleicht sogar einen Tick drüber oder gleich. Ja? Und deswegen machen wir das. Und deswegen stehe ich sowas in Dave auf Wunsch mit einem Ring direkt bei, mit Maria Teschmuck. Weil unter einem 18 Grad Goldschmuck geht es natürlich auch von uns. Aber das sind Specials. Ja, das kann ich deswegen auch erklären. Trotzdem, weil ich ja jemand bin, der schon die Sachen auch analysiert und auch ernst nimmt, habe ich dir schon gesagt, das ist ein bisschen ein Risiko. Es kann sein, dass dein Ohr trotzdem sagt, okay, danke, ihr könnt mich gerne haben. Das akzeptieren wir nicht. Dann müssten wir vorübergehend für einfach 4 Wochen mal eine Titanbanane reintun und dann den Ring später nehmen. Das heißt, im Endeffekt ist dieser Versuch jetzt nicht idiotisch und sagt, ja, was ist mit der, das macht das, sondern der Schmuck wird ja nicht weniger wert, der bleibt, der wird auch nicht schlecht, den braucht man wahrscheinlich nicht wegschmeißen und im schlimmsten Fall lassen wir einfach eine Zeit lang nochmal mit Titan rein. Klar muss man mal herkommen und wieder wechseln lassen, aber zu 80% klappt das. Ja, also du bist ja auch ein Piercing-Kunde schon mit ein paar Piercings. Also mein Körper, du kennst dich aus, dein Körper. Ja, das ist so, das macht, wenn man halt jetzt. Der weiß schon. Auch ein Newcomer geht das auch, aber der muss halt dann wirklich sich an die Pflege halten. Ja. Du kennst schon alles, du musst gar nicht viel drüber. So, jetzt überlege ich, sollen wir zuerst kurz den Large Trinity reinmachen? Machen wir das. Ich ganz dir über. Ja, machen wir das mal kurz. Zuerst das Haarmüll drin. Du hast ja keine Migräne? Nein. Sehr froh. Ich mag es aus optischen Gründen. Ich habe meiner Frau auch einen Dave gestochen. Einfach nur, weil ich sage, ich finde das Piercing so schön. So schön, ich möchte, dass du das hast. Sagt sie, warum? Sag ich, nein. Und jetzt mittlerweile liebt es, aber ich finde es einfach total schön. Ich finde es total ästhetisch. Es ist ein mega Piercing. Ja. Aber man muss sagen, früher, bevor Tesh diese Ringe so entworfen hat, war das ehrlich gesagt so, wo du sagst, ein Dave-Piercing, wenn ich nie auf die Idee komme,
im Kunden- und Dev-Pacing zu stehen. In den letzten Jahren, oder? Letzten ja, letzten eineinhalb, zwei Jahren, würde ich sagen. Ja. Slim und Dev war jahrelang eben, dass du... Seit wie lange war das nicht drin? Ich habe es weit probiert, es ging nur. Okay, ja, es geht schon durch, aber es ist mühsam. Du tust mir nicht weh, wenn du... Ich will ja nicht grob da an dir rum. Ich schreie schon, nicht mehr. Nee, also das Dave, wie gesagt, diese Ringe, die Steine haben dann immer in die falsche Richtung geguckt früher. Also wenn du einen Ring drin hattest, ja, mit Stein, haben die immer so nach außen geguckt, ja, ja, und nicht nach vorne. Mhm. Und das sah halt immer so, ja, mehr schlecht als recht aus. So, das da mal kurz zeigen. Da ist es. Das sieht schon echt geil aus, dieser Large Schwelle Tee. Ja. Der Lotus gefällt mir aber auch gut. Ja. Ist auch ein geiles Teilchen. Ja, ist alles geil. Ja, also Mary Attash hat... Hat schon wirklich ganz, ganz tollen Schmuck. Aber ich finde, der Date kann ruhig allein sein. Deswegen, ne? Wir haben das Video, ich bin mir sicher, wir sehen an diesem Ort noch ein anderes Piercing aus. Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber das ist für den Anfang super schön eben. Und das wirkt auch in dem Ort schön, von der Verhältnismäßigkeit. Also mit 6,5 mm übrigens hätte ich es bei dir nicht gestochen. Weil ein Ring mit 6,5 zum Stechen ist dann wieder zu klein. Also 8 ist wirklich perfekt. Mhm. 9,5 wird auch gehen, weil die Leute haben so ein großes Ohr, die wollen aber richtig glotzen. Mhm. Ich finde für dich 8 mm perfekt, anatomisch optisch. So. Gut, du hast keine Migräne, das heißt, wir stechen das rein nach Optik. Nach Optik, ja. Und das zeige ich mir jetzt mal an. Und dann. Würdest du anders stechen wie ich? Das weiß ich nicht. Der Akupunkturpunkt ist meistens schon sehr ähnlich von der Position, ja, wie wenn ich es einfach nach der Optik steche. Aber ich habe schon Kunden gehabt, wo der wirklich um 1,5 mm abweicht zum normalen. Deswegen messe ich ihn dann aus mit dem Akupunkturfinder. Und wenn es dann alles passt, dann steche ich mal so. Und bei meisten ist es eh so. Aber ich habe Kunden schon gehabt, wo die eben kaum was vom Dave gesehen, weil die Akupunktur war wirklich weit drin. Aber denen geht es dann auch in letzter Konsequenz um die... Und die Hilfe dieser Erwartung. Weißt du, ob sie Wirkung erzielt haben? Ja klar, die Leute kommen ja wieder. Ja, und, ja, und das ist echt. Kommen sie mal da runter und sagen, nein, also ich verspreche ja nie was. Also ich würde sagen, 80% ja. Aber es ist wie bei Akupunktur, es muss nicht funktionieren. Mhm. Aber 80% schon. Das soll das mal kurz gucken. So, ihr werdet wahrscheinlich im Video nicht viel sehen. Sie, ich zeig's dir gar nicht, du vertraust mir da, gell? Ich vertraue dir komplett. So, okay, jetzt ist gut so. Ja gut, dann stechen wir das mal. Das ist ein bisschen eine... Ich mir leid, den Ring reinzumachen. Ich versuche das mal einzufangen von der Seite. Also ich muss dazu sagen, es ist kaum was anspruchsvoller als sowas zu stechen und also dann einen Ring einzusetzen an der Stelle. Das ist ein bisschen echt eine Challenge. Ich traue mir das zu, sonst will ich nicht machen. Ich sage es nur für das auch, weißt du, bei mir gucken auch viele Piercer oder Leute, die gerade lernen wollen und sowas. Videos. Ich würde auch zu niemand anderem vermitteln, dass jetzt irgendeiner denkt, oh, das macht der Marc, das mache ich jetzt morgen auch. Das kann nach hinten losgehen. Ja, also dann kriegst du es vorne nicht rein und dann... Es ist dann halt blöd, ne? Ja, wenn der Kunde deine Schwiegermutter ist, kann das ja ganz spaßig sein, ne? Das ist ein Punkt. Aber mich willst du es nicht leiden sehen. Na, auf keinen Fall. Du hast mir... So ich will ja wiederkommen. Du willst ja auch ein bisschen wiederkommen. Unbedingt. So, mein Lieber, lass uns mal angehen. Also, bin gespannt. Mein Dave-Piercing, sage ich immer, tut ein bisschen mehr weh als ein normales, aber generell geht es trotzdem ganz gut. So. Alles klar bei dir? Ja. Gut, also, du weißt eh, was jetzt kommt, wenn ich so kurz in mich gehe, dann stechen wir schon los. Ich dachte, das ist auch schön so. Ich denke, das wackelt so ein bisschen. Das fällt mir nicht so auf ein bisschen. Ja, das ist doch beim Halloween. Lass mal das bisschen bei mir. Ja. Jetzt will die auch noch den Ring. Ich dachte, der Ring könnte jetzt für mich behalten. Da ist er, ja, wunderschön, ja. Deine Frau hat das größere, gell? Sie hat den Apsara. Invisible. Mhm. Also dann gibt es den Apsara normal und den Invisible. Und der Invisible, der ist schon. Also ist schon sehr geil. Ja gut, wenn du halt in dem Bereich arbeitest und das dann jeden Tag siehst, dann willst du halt auch
das Zeug irgendwann haben. Ja, klar. Und es ist ja auch alles leistbar. Es ist ja nicht so, dass es jetzt, keine Ahnung, Vermögen kostet. Ja, ja, und es wird ja nicht, es bleibt ja. So, jetzt wisst ihr schon, bei allen anderen Business wären wir schon lange fertig. Ich brauche halt jetzt hier einfach diese Zeit, das Ding einzuführen. Wegen mir fällt es. Bei Maria Tesch hat diesen Verschluss. Und dieser Verschluss, der ist so mühsam. Und das ist auch das Problem, warum das Business so schnell einzusetzen ist. Dieser Doppelhaken, den einzufädeln, ist eine Katastrophe. Ah, dafür hältst du dann, oder? Ja, im Regelfall schon. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit allem, was Tesch macht, aber an dem Verschluss, da hätte ich noch so ein paar... noch ausprobieren? Ja. Du weißt gerade warum. Mhm. Weil wir beim Einsetzen genau das Thema ist. Der ist einmal beim Einsetzen eine Qual. So, jetzt ist er drin. Ich glaube, ich habe die Hand über dein Gesicht gehalten, zufällig. Das konnte man also nicht sehen. Dieses leidige... Das war nur ein kurzes Winkel. Aber das ist halt gemein. Aber es ist einfach so geiler Scheiß. Es ist unglaublich, wirklich. Ja, man macht's und ich sag's nicht wegen Video. Ich sage, die wenigsten Tesch-Kunden lassen sich filmen, leider. Es ist so schön. Schade, ich würde gern. Ja, es ist. Ich mach's. Du so weißt, es wird nicht mein letztes sein. Also es wird noch ein Video geben. Und aber es ist wirklich. Also, wenn man das sieht, wenn ich es dann immer drin habe, denke ich mir jedes Mal, Mensch, es ist einfach so richtig geil. Ich zeig's dir mal als Erste. Und dann zeige ich es euch natürlich auch noch mal kurz. Schau es dir mal an. Also ich finde das einfach... Schön. Das hat einfach richtig, Feuer, richtig oder? Schön. Das ist einfach mega, mega schön, mega elegant. Absolut. Da drüben zu deinen anderen zwei. Sagen, das ist einfach, wenn man es so sieht, das sind einfach total schöne Sachen, die willst du einfach dann auch haben. Du kannst es nicht vergleichen mit ihnen. Nein, es gibt nichts Vergleichbares. Ich habe da in den Videocomments... ich weiß gar nicht, was kostet der Ring? Kann man sagen, ich weiß es auswendig, 600 irgendwas. 640 oder 70 oder irgendwas. Der Trinity Large ist, glaube ich, auch bei 600 irgendwo. Nee, der ist bei weniger. 400. Ich kenne die, ehrlich, Tesch, wir haben die Echtpreise, also was Murray Tesch verkauft, verkaufen wir eins zu eins gleich. Das wandelt immer so monatsabhängig, wie sie es festlegt, vom Goldpreis auch. Aber im Schnitt kann man sagen, dass wir da oben so 400 Euro hängen. Dann hast du da unten, glaube ich, 270 beim Small Trinity, beim Invisible müssen es auch so 300 sein, der Dalia ist, glaube ich, 600. Nein, 470. Ja, sowas. Also, das finde ich alles preisleistend, das ist wirklich toll. Manche Leute schreiben jetzt wieder, wie kann man so viel Geld ausgeben? Es gibt natürlich auch Tesch-Schmuck, von Tesch-Schmuck gibt es Sachen, die kosten 3000 Euro, es gibt auch Sachen, die kosten 15.000. Da gibt es nach oben keine Grenzen. Die USA und Amis, die hauen sich manchmal so eine Klunke rein von dir, wo ein Teil 15.000 kostet. Das haben wir natürlich nicht da. Wird bei uns auch keiner kaufen. Wenn er wollt, erzählt euch das. Ja. Aber das ist nicht normal. Aber ich finde es preis-leistungsmäßig, dafür, dass du echt Geld hast, echte Brillanten, für mich absolut toll. Absolut, geht zum Juwelier. Also, das teurer meistens, ja. Nichts teurer. So, meine Liebe, jetzt sind wir durch. Ich erkläre mal für alle. Und ihr wartet wahrscheinlich alle auf das Codewort, das dann bald noch kommen wird. Erkläre dir mal kurz die Pflege. Du weißt es eh auswendig. Ja. Aber ich glaube, ich sage es trotzdem nochmal für alle, die nur das erste Mal in unserem Kanal drin sind. Also, ich sieht man nur so wenig drin. So. Also erster Schritt ist Händewaschen, Hände desinfizieren, dann nimmst du Kontinenzspray. Kontinenzspray sprühst du vorne und hinten drauf. Beim Dave einfach so bitte seitlich bitte unten hin. Lass es einwirken, 30 Sekunden. Nach der Einwirkzeit eine Küchenrolle nehmen, mit der Küchenrolle feucht reinigen. Du weißt, wenn du jemand daheim hast, der dir das hilft beim Putzen, ist immer ein Segen. Selber kommt man dann schwer in Wattestäbchen, weil auch bin ich kein Freund davon, weil sie fusseln. Ja. Danach Kontinenzgel, einen Tropfen nehmen, auftupfen. Und den Ring versuchen zu bewegen, das ist nicht schwer, nicht so leicht gesagt wie getan. Versuchen einfach so ein bisschen minimal zu machen. Genau. Aber das Auftupfen würdest du mit den Fingern machen? Ja, weil sonst saugst du nicht immer wieder die Hautreste und Fremdkörper, die voneinander sind. Das geht ja ganz nicht unhygienisch. 3 Wochen zweimal am Tag und dann 3 Wochen einmal am Tag. Das heißt 6 Wochen am Stück und 6 Wochen kontrollieren wir uns dann. Ich gehe davon aus, alles tiptop passt. Wenn du Lust und Laune hast, können wir uns überlegen, ob wir so ein kleines Follow-up drehen, weil die Leute wollen oft. Ja, wissen, wie ist es, wenn man neues Strecken oder was, kann man das drauf da mal eingehen. Ansonsten Haare färben, weißt du, ist verboten, 6 Wochen. Solarium darf man sagen, 3 Wochen nicht. Und, was haben wir jetzt vergessen? Schwimmen gehen. Ja, schwimmen gehen, du bist hier, außer Meerwasser darfst du nicht tauchen. Ja. Lippenband. Lippenband ist das, was nach dem ist. So. Ja, was haben wir noch? Nichts mehr, ist eigentlich alles. Ich glaube, es sind keine Fragen offen. Keine Fragen? Na, also von meiner Seite. Gut. Aber ich, wie gesagt, ich bin ja schon... Was ich jetzt noch irgendwann überlegen würde, bei dir vielleicht so ein
diese Orloch-Kombination, die sie macht von Tischgänse, die mit diesem höher genähten Ohrläppchen. Oder dieses Low-Conch. Ja, sowas finde ich, find ich total ja cool. Auch verstehen. Oder eben das Low-Conch, das kann man auch verstehen. Das ist ein Low-Conch. Ich kann jetzt leider sehen. So Profi bin ich. Ja, hast du ja jemals gehabt, oder? Nee. Ja. Ach so, ich habe da ein drittes Loch. Das weiß ich, dass du ein drittes Loch hast. Aber das ist, ein drittes Ohrloch ist wirklich anders als ein Low Conch, weil das Low Conch ist, ich zeige es noch einmal kurz her, ist höher und wirklich in der, geht auch aus dieser Reihe raus. Also das Low Conch ist wirklich eins, wo dann nach oben durchbricht. Ja. Dann ist es nicht mehr gerade, sondern ist auf einmal so ein Zacken drin. Das ist aber bewusst so. Aber sieht echt cool aus. Muss der nicht immer eine Rolle sagen, aber kann ich auch überlegen. Du weißt. Du kommst wieder auf mich. So. Noch Fragen, meine Liebe? Soll ich dir wegwischen? Ja. Machen wir dann mal ein echtes dahin. So. Ja? Okay. Claudia, du weißt Bescheid. Danke dir fürs Kommen. Das gebe ich dir mit. Die Pflegeleitung auch. Vielen Dank. Und ihr besucht mal den Kissing Megastore von uns. www.kissing-megastore.de. Ein bisschen Werbung machen für unseren Shop. Dann ist immer wieder, wir kriegen es immer wieder mit, dass die Leute gar nicht wissen, dass wir einen Webshop haben. Also ich weiß, das ist Check-up-Reading-mäßig, aber... Aber es ist wirklich, es ist so... Wir haben auch Leute, die seit 10 Jahren in Wien leben, die jeden Tag spazieren gehen und sagen, seid ihr neu? Echt? Wirklich, ich schwör's dir. Und ja, wir wussten gar nicht, wie es die kaufen, die Leute, die kaufen seit 10 Jahren in der Business hier und sagen, ach, ihr schlecht auch. Wirklich. Okay. Ist, deswegen sagen wir die Sache jetzt einfach mehr an, dass die Leute sich ein bisschen wissen. YouTube ist immer gut. Genau, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke dir, dass du dich wieder hast. Vielen Dank. Tschüss, Baba. Ciao. Tschüss.